Es gibt einen Geburtstag zu feiern. Zu feiern, manche würden auch sagen, zu beklagen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird an diesem 7. November 70 Jahre alt. Der Verfassungsschutz arbeitet gegen Extremisten, gegen Neonazis, gegen Islamisten. Und gleichzeitig gibt es wohl kaum eine Behörde, die in den 70 Jahren ihrer Existenz einer so grundlegenden Kritik ausgesetzt gewesen ist wie dieser Geheimdienst. Nach NSU haben wir jetzt einen anderen Phänomenbereich, wo ähnliche Fehler wieder passieren. Mehrere Videos mit fremden bzw. islamfeindlichen Konnotationen. Der Verfassungsschutz soll künftig Handys aller BürgerInnen ausspionieren können. Ein Eingriff in die Grundrechte, der uns alle betreffen kann. Braucht man das überhaupt? Ein Geheimdienst, der im Inland spioniert? Gegen Bürger? Stärkt das wirklich die Demokratie oder schwächt sie das nicht eigentlich? Zunächst mal, was macht der Verfassungsschutz? Er ist Terroristen auf der Spur oder genauer gesagt Terrorverdächtigen oder Menschen, von denen man annimmt, sie könnten womöglich in Zukunft terroristische Taten planen, die sogenannten Gefährder. Das ist erstmal eine gute Aufgabe. Der Verfassungsschutz leistet da auch oft gute Arbeit. Aber andererseits, das Basteln von Bomben, das Vorbereiten von Terroranschlägen, das ist Kriminalität. Dafür gibt es im Rechtsstaat schon eine Stelle, die zuständig ist, nämlich die Polizei, nämlich die Strafjustiz. Und wenn wir ins Grundgesetz schauen und in die vielen Gesetzbücher, dann finden wir sehr viele, sehr detaillierte Regeln dafür, wie die Polizei arbeiten darf. Dass sie Beschuldigte über ihre Rechte belehren muss, dass sie einem das Recht gewährt, einen Anwalt zu hören, dass sie vom Richter eine Genehmigung einholt. All diese Regeln gelten für den Verfassungsschutz nicht. Es ist bemerkenswert, der Verfassungsschutz tut streckenweise dasselbe, was auch die Kriminalpolizei tut. Ich spreche bei meinen Recherchen viel mit Verfassungsschützern und im Grunde bestreitet das niemand. Es gibt eine Überlappung zwischen der Arbeit dieses Inlandsgeheimdienstes und der Arbeit der Polizei. Man ermittelt nebeneinander her. Das ist nicht wirklich effektiv, das ist nicht wirklich sinnvoll. Und jetzt zum 70. Geburtstag des Verfassungsschutzes kann man sich auch die Frage stellen, wie rechtsstaatlich ehrlich ist es eigentlich? Dass wir einerseits strenge rechtsstaatliche Regeln aufstellen für die Überwachung von Bürgern und andererseits uns einen Geheimdienst halten, der diese Regeln nicht einhalten muss. Dann sind diese Regeln ja nicht viel wert.